In diesem Beginner-Tutorial geht es darum, wie finde ich etwas im Internet. Dazu öffne ich einen Browser, in diesem Fall Mozilla Firefox mit einem Doppelklick. Dann wird sich der Browser öffnen mit der Startseite. So, ich öffne einen neuen Tab mit einem Klick auf das Plus-Symbol. Ich schreibe, ja, jetzt könnte ich eine Internetseite reinschreiben, wenn ich eine wüsste, die ich suchen will. Oder aber ich gehe auf Suchen und gebe den Begriff ein, den ich suche. Ich sage jetzt einmal Software. Software. So, das habe ich jetzt durch Anklicken des Feldes und reinschreiben, Software hier drin stehen, und jetzt drücke ich die Return-Taste auf der Tastatur und würde dann in der allgemeinen Suche landen. Ich kann mir hier aber aussuchen, in welchem Bereich ich suchen will. Bei Google oder zum Beispiel in dem Lexikon von Wikipedia. So, bei eBay, das hieße dann die Plattform eBay, wo ich gebrauchte Software, neue Software kaufe. Hier ging es in den Bereich, wo ich etwas kaufen könnte. Immer wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre, sehe ich dann das. Das sind hier zum Beispiel Angebote für Let's Mini, wenn ich eine Reise im letzten Moment kaufen will. Hier hätte ich web.de, Suche von web.de. So, ich wähle aus entweder Google oder zum Beispiel Wikipedia. Wikipedia wäre das Lexikon und warte ab, was da kommt. Jetzt öffnet sich tatsächlich die deutsche Seite von Wikipedia und ich bekomme sofort den gesuchten Begriff angezeigt und könnte hier schauen, was Software bedeutet. Alles, ja, so. Jetzt sage ich, ich wollte das eigentlich gar nicht so, klicke noch einmal mit der linken Maustaste auf den Schriftzug Software. Damit wird sie nochmal markiert und ich sage, ich möchte doch lieber auf Google schauen. Jetzt klicke ich Google an und siehe da, Google zeigt mir alle möglichen Internetseiten an, die etwas mit Software zu tun haben. Unter anderem sehe ich hier, oh, das sind gar keine Millionen, das sind Milliarden, also 2.760.000 Ergebnisse in 0,36 Sekunden. Also so viel würden Sie hier angezeigt bekommen. Das ist natürlich etwas viel. Jetzt können wir das natürlich jetzt zum Beispiel unterscheiden und würden jetzt einmal einwählen, Software OpenOffice. OpenOffice, das ist zum Beispiel freie Software, Free Open Office Software, auf gut Glück, gratis, Software Open Office gratis, gehen wir mal darauf. So, und schon würde ich angezeigt werden, die offiziellen Ladenseiten. Hier hätte ich zum Beispiel die Software, würde ich hier auf der Seite von chip.de, das Download-Portal von der Zeitung Chip, PC-Zeitschrift Chip. Das öffne ich jetzt und wäre jetzt zum Beispiel auf dieser Seite und könnte hier jetzt Download, könnte ich mir durchlesen, worum es hier geht. Das ist also ein kostenloses Softwareprogramm, Schreibprogramm, Tabellenkalkulation, Präsentation, alles, was ich sonst auch da stärker Microsoft-Konkurrent, weltweit sehr bekannt. Und wie hier auch zu lesen ist, gratis. So, damit würde ich sagen, beende ich die Eingabe. Man kann also, wenn man bestimmte Sachen sucht, kann man durch Auswahl der Worte, die man gebraucht, gezielte Software, was man sucht, Software, Bürosoftware, Büro
Software, Grafik, Softwarefilme, Softwaremusik. Sowas kann man dann eben die Suche beschleunigen, indem ich das jetzt hier eingeben würde. Software. Video Schnitt und kostenlos. Kostenlos. Also ich muss, kann die Begriffe, die ich eingebe und nach ich suche, kann ich hier eingeben. Und weil das ist mir ja bekannt, was ich suche. Und jetzt geht es dann darum, jetzt praktisch, wo suche ich das? Ich könnte jetzt also hier auf Wikipedia, würde mir sagen, zum Beispiel, was es allgemein so für Software für Videoschnitt gibt. Das könnte ich mal betätigen. Und nachher wechsle ich noch einmal kurz und buche das Ganze auf Google. So, jetzt bekäme ich hier Videoschnittsoftware, was es für welche gibt, bekäme ich angezeigt und hätte hier dann auch den Link, um auf bestimmte Seiten, wo ich da das genau erklärt bekomme als Lexikon. Manchmal ist es auch so, dass ganz unten dann in dieser, wenn ich jetzt weiter eine Seite auswähle, dass dann ganz unten in der Seite, oder meistens ist es so, dass ganz unten dann auch Links sind, wo ich diese Software runterladen kann. So. Diesmal hatte ich auch kostenlos eingegeben, also deshalb bekomme ich auch nur kostenlose angezeigt. So. Das wäre jetzt die Auswahl von Wikipedia. Jetzt gehe ich noch einmal auf Google und würde hier alle möglichen angezeigt bekommen, die Videosoftware vertreiben. 95.000 sind es da, kostenlose. Und ich habe wieder hier auch wieder mal schieb.de oder aber ich gehe nochmal zurück und sage, ich möchte nicht allgemein, wo das alles ist, sondern ich bin mir eigentlich sicher, ich möchte Videoschnittsoftware kaufen. Kostenlose wird es wahrscheinlich bei Amazon nicht geben. Deswegen mache ich einmal kostenlos weg und würde hier die Verkaufsplattform Amazon anklicken. Und jetzt würde er mir bei der Firma Amazon, auf der Internetseite von Amazon, würde er mir sämtliche Software anzeigen, die etwas mit Videoschnitt zu tun haben. So, damit möchte ich dieses Beginner-Tutorial beenden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.